Vor mir stehen jetzt die Fritzboxen mit der Nummer 7590 und die Fritzbox 4040. Ich erkläre kurz was zu den Fritzboxen, dann packen wir sie auf und dann zeige ich euch, was ich damit vorhabe. Wir werden die dann verbinden und ja, in ein Mesh-Netzwerk einbinden. Schaut auch schon mal in die Sprungmarken im Video. Das Video wird jetzt ein bisschen länger werden, von daher habt ihr vielleicht den einen oder anderen Part, der euch mehr interessiert. So, fangen wir mal mit der 7590 an. Die packe ich jetzt mal auf und sag was dazu. Das ist die Fritzbox, die man klassischerweise an DSL-Anschlüssen benutzt. Das sieht man auch hier hinten, wenn man mal auf die Packung schaut. Hier gibt es einen Anschluss für den DSL-Anschluss. So, das ist sozusagen das Flagship-Modell aktuell noch, wobei ich wahrscheinlich davon ausgehe, dass die bald abgelöst wird, weil AVM gerade dabei ist, die Fritzboxen mit WLAN 6 auf den Markt zu bringen und da wird es demnächst schätzungsweise auch mal eine DSL-Box geben. So, keine Angst vor der Farbe, tatsächlich wird die nicht blau sein, das ist nur die Folie. Ja, tue ich jetzt mal raus, hier hinten sieht man auch die Anschlüsse, die wir gerade auf der Packungsrückseite gesehen haben. Und was haben wir hier dabei? Ein DSL-Anschlusskabel, hier steht auch groß drauf, DSL-Kabel und irgendwo da unten haben wir noch alle möglichen anderen Kabel, steht auch hier dabei, zum Beispiel Splitter-DSL, schön beschriftet, Fritzbox DSL-Telefonie, hier Analog-Telefonie und das ist halt das normale, klassische Ethernet-Kabel. Auch wichtig zu wissen ist, das habe ich öfters mal schon gesehen bei Retourenrückläufern, also hier haben wir noch einen Adapter. Was oftmals falsch dabei liegt, bei so zum Beispiel Amazon Warehouse Geschichten, ist dieser Power Supply. Und zwar steht hier hinten auch nochmal drauf, mit welchem der zu verwenden ist. Und zwar hier. Auf der Fritzbox steht drauf, welches Netzteil verwendet werden soll. Und da muss man hier auch wirklich mal abgleichen, ob hier auch das Richtige dabei liegt. Und zwar bei der Modellnummer, würde ich sagen, bei der PN. Die kann man abgleichen, hinten die 165. Das ist das, was hier auch drauf steht. Von daher passt das. Ich hatte es schon bei Retourenrückläufen, wo halt der Kunde scheinbar ein falsches Netzteil dazu gelegt hat. Ja, muss man dann reklamieren. In dem Fall ist es aber eine neue Box, die noch original versiegelt war. Von daher, ja, kann man das jetzt so benutzen. Das ist also unsere DSL-Box. Die kann im 2,4 und im 5 GHz Band funken. Lässt also da erstmal keine Wünsche offen. Das ist jetzt also auch nicht so spannend. Das ist jetzt hier der Klassiker bei den Boxen. Ich glaube, da brauche ich auch nicht allzu viel zu erzählen. Spannender wird dann die 4040. Da könnt ihr schon mal einen Blick in die Infokarte werfen. Hatte ich mal ein separates Video dazu gemacht. Die 4040 ist nämlich keine Box, die ich an einen DSL- oder Cable-Anschluss anschließen kann. Die kann man quasi nur als Access Point benutzen. Auch die schneide ich jetzt hier mal auf. Als Access Point benutzen heißt als Zugangspunkt über, ja, ne, über WLAN. Aber halt, die kann halt keine Verbindung zum Internet Service Provider direkt herstellen. Das geht dann nur indirekt über eine andere Box wie die 7590. Deshalb haben wir beide hier im Einsatz. So, die mache ich auch mal auf. Ach, guck mal, da ist ein bisschen Verpackung gespart. Okay, die ist jetzt hier nicht in Folie eingepackt. Hat auch nicht so eine Lackoptik. Und ja, ein Zubehör. Boah. Da ist also auch ein Netzteil dabei. Auch hier kann man natürlich mal kontrollieren, ob es das Richtige ist. Aber hier habe ich jetzt tatsächlich auch nur ein Ethernet-Kabel dabei. Die Box hat zum Beispiel auch keine deckte Basisstation. Die ist halt einfach so, wie sie ist. Ne? Nur WLAN, Ethernet. Und hier hinten steht halt auch wieder drauf, welche Adapter funktionieren. Und ich habe hier, welchen habe ich? Den mit der 128 hinten. Das ist hier der letzte mit 1,5 Ampere. Haben wir jetzt mal die zwei Boxen hier. Und ich habe ja noch gesagt, ich will erklären, was ich damit vorhabe. Ich habe mal ein generelles Video dazu gemacht, wie man sein Haus mit WLAN ausstatten kann. Und gerade wenn man einen DSL-Anschluss hat, dann würde ich immer empfehlen, gerade diese 7590 als DSL-Zugangspunkt zu nehmen. Und wenn man ein verkabeltes Haus hat, dann bietet sich halt hier diese Fritzbox 4040 an. Und zwar kann ich dann einfach halt über die Verkabelung, über die Ethernet-Ports, dann eine Verbindung zur 7500 herstellen und das Teil als LAN-Mesh-Repeater zu benutzen. Repeater ist ja eher der klassische Begriff dafür, dass die Box WLAN auffängt und weiterverbreitet. In dem Fall würde man das aber anders machen. Da würde man also ein Kabel, das von der 7500 kommt, also von der DSL-Box, würde man in einen der LAN-Anschlüsse hier stecken und dann würde die nochmal einen WLAN-Access-Point aufspannen. Und man hätte jetzt über diese Box dann Zugriff auf die 7500 bzw. auf das Heimnetz dann natürlich.
Vorteil dieser Box ist, dass die verhältnismäßig günstig ist. Die kostet also deutlich weniger als die Hälfte der 7590 und auch die funkt halt im 2,4 und 5 GHz Bereich. Anderer schöner Vorteil ist auch, dass die noch einen USB 3.0 Port hat. Hat die andere natürlich auch und nochmal USB 2.0. Man kann die zum Beispiel auch als Druckerserver benutzen. Habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Könnt ihr auch wieder mal in die Infokarte schauen. Ja, und genau dieses Setup stellen wir jetzt hier einfach mal nach. Ich würde also die 7590 einmal einrichten, also die Hauptbox für DSL. Da habe ich sie, noch ist sie blau. Die würde ich einmal einrichten. Allerdings würde ich da keine DSL-Einrichtung vornehmen. Das hat zwei Gründe. Erstens ist das bei jedem DSL-Anbieter ein bisschen anders, ist aber relativ einfach zu bewerkstelligen. Das schafft ihr, glaube ich, auch ohne mich. Und das Spannendere ist dann zu sagen, wir haben jetzt hier diese zwei Boxen. Wie kriege ich die denn in einen Mesh-Verbund? Und wir gehen immer davon aus, dass sie im Auslieferungszustand sind. Das heißt, wir können diese Passwörter, die hier hinten drauf sind, benutzen. Ja, ich werde die natürlich ändern, deshalb bringt es jetzt euch nichts, wenn ihr die abschreibt. Aber wenn ihr bei euch also so eine Box habt und die habt ihr nicht original gekauft, sondern vielleicht irgendwie gebraucht gekauft oder die hatte mal einen anderen Verwendungszweck, bitte, bitte, bitte immer in den Werkszustand zurücksetzen. Wenn ich weiß, wie das geht, also die Kurzfassung ist, also wenn man das Passwort nicht hat, funktioniert so, dass man die kurz vom Strom nimmt, an den Strom steckt und sich sofort einloggen muss oder auf die Benutzeroberfläche gehen muss und dort auf Kennwort zurücksetzen oder Fritzbox zurücksetzen gehen. Habe ich mal ein separates Video zugemacht. Wenn man das Passwort natürlich noch hat und kann sich darin einloggen, dann kann man auch ganz normal über die Benutzeroberfläche der Box den Reset einleiten. Dabei werden alle Daten gelöscht, die da drauf waren, und die ist dann im Auslieferungszustand. Man kann auch Daten raussichern, bevor man sowas macht. Dazu braucht man halt das Passwort, um sich einloggen zu können. Genau, jetzt habe ich aber genug geredet und jetzt fangen wir mal an, das Setup so aufzubauen. Und wir gehen wirklich so vor, wie ihr auch vorgehen müsst. Also ihr nehmt es aus der Packung raus, so wie ich auch. Und dann müssen wir eine Box nach der anderen konfigurieren, damit unser Setup so funktioniert. Jetzt schauen wir uns mal die Inbetriebnahme an und loggen uns dann später am PC ein, um die ganze Sache zu konfigurieren. Ich habe mir jetzt gedacht, ich baue das erstmal falsch auf, damit ich mal euch zeigen kann, wie man es nicht machen sollte. Und zwar habe ich jetzt ja hier hinten die 4040 stehen, hier vorne die 7590. Jetzt gebe ich mal der 7590 Strom, dann kann die sich schon, während ich quatsche, hochfahren. Einfach hier hinten reinstecken in den Stromstecker. Das Ding ist natürlich auch verbunden. Und jetzt wird die fröhlich das Blinken anfangen. So, jetzt habe ich die verbunden mit der 4040, nämlich einmal hier den Stecker reingesteckt und einmal da hinten in der 7590 den Stecker reingesteckt. Die hat jetzt noch keinen Strom, aber in der Theorie könnte man die jetzt ja mal an Strom anschließen. Und das wäre genau falsch. Das hat den Hintergrund, dass beide jetzt versuchen, DHCP zu machen. Ihr müsst nicht genau wissen, was das bedeutet, aber die sind beide unter der gleichen Adresse erreichbar und die machen jetzt auch quasi im Netzwerk Dinge, die sie nicht machen sollten in der Konstellation. Deshalb habe ich vorhin auch so im Nebensatz gesagt, wir konfigurieren eine Box nach der anderen und das habe ich auch tatsächlich so gemeint. Also das heißt, die Fritzbox 4040 wird bitte nicht angeschlossen. Mit der haben wir jetzt noch gar nichts zu tun. Die kriegt keinen Strom, die macht bitte kein WLAN und die hat ja auch hier keine Verbindung. Also am wichtigsten ist einfach während der Konfiguration nur die Box, die man konfigurieren will, an den Strom nehmen überhaupt. Das hat den Vorteil, dass man sich nicht versehentlich auf der falschen Box einloggt und die konfiguriert und dann ja blöd aus der Wäsche schaut, weil man vielleicht ein paar wichtige Konfigurationen überschrieben hat. Die fährt jetzt einmal hoch und währenddessen schauen wir uns mal das Etikett hier hinten an. Da ist nämlich der WLAN-Netzwerkschlüssel dabei. Und ich habe ja gesagt, wir müssen uns mit der Box irgendwie verbinden, um die zu konfigurieren. Das kann man optimalerweise über das LAN-Kabel machen. Das geht aber natürlich auch völlig problemlos über diese Zugangsdaten, die hier stehen. Das heißt, das ist die SSID, also der Name des WLANs. Und das hier ist unser Schlüssel. Und später brauchen wir auch noch das Fritzbox-Kennwort, um uns tatsächlich in die Fritzbox einloggen zu können und die Konfiguration vorzunehmen. Wie ich AVM kenne, wird uns dann erstmal der Setup-Assistent erwarten. Das Ganze blinkt jetzt hier auch noch fröhlich. Der hat natürlich jetzt hier kein DSL. Was ich jetzt aber machen werde, ich werde die Box über den LAN-1-Stecker verbinden. Da ziehe ich mal den hier raus, den wir hatten. Und dahinter hängt meine Fritzbox-Cable. Das hat im Grunde nur die Bewandtnis, dass die jetzt mal Internet bekommt und wir auch ein Fritz OS Update machen können. So, falls ihr irgendwelche Probleme schon beim Start habt, wie gesagt, einfach in den Werkszustand zurücksetzen und dann kann man eine saubere Konfiguration von vorne beginnen. Die lassen wir jetzt mal hier fröhlich blinken. Ich lasse mal den Stecker drinstecken und wir gucken mal, wie wir die jetzt richtig konfigurieren können. Jetzt sind wir also auf dem PC und müssen eine Verbindung zur Fritzbox herstellen. Wer vorhin gut aufgepasst hat, sieht hier schon die richtige SSID, nämlich die Fritzbox
7590CU. Da klicke ich einmal drauf und werde jetzt nach dem Passwort gefragt. Wir erinnern uns, das stand neben der SSID auch hinten auf der Box und ist auch auf dem Zettel, der dabei ist, nochmal abgedruckt. Wenn er dann erfolgreich verbunden ist, rufen wir einmal unseren Browser auf. Ich mache jetzt hier mal den Firefox auf. Ihr könnt natürlich den Browser eurer Wahl benutzen, das ändert jetzt hier nichts am weiteren Vorgehen. Ich gebe hier oben einmal ein fritz.box, dann sollte die Benutzeroberfläche der Fritzbox kommen. Jetzt habe ich ja meine verbunden mit der Fritzbox-Cable und jetzt habe ich genau das Problem, was ich vorhin schon angeschnitten habe. Man sollte die am besten wirklich gar nicht verbunden haben. Ich habe die ja jetzt erstmal nur verbunden, damit die überhaupt an ihr Fritz-OS-Update rankommt. In dem Fall hat es jetzt dazu geführt, dass beim Aufruf von fritz.box die falsche Box hier angezeigt wird und das kann dann Konsequenzen haben, falls ihr da anfangt rumzukonfigurieren. Ich versuche aber mal was anderes. Ich benutze jetzt mal die IP-Adresse, weil die sind nämlich unterschiedlich zwischen den beiden Boxen. Und da komme ich tatsächlich auf die Fritzbox 7590. Für euch heißt das im Umkehrschluss. Mit der Box am besten nichts verbinden beim ersten Aufrufen, höchstens das DSL-Kabel. Das darf natürlich verbunden sein, aber mit keiner anderen Fritzbox verbinden, denn dann kann hier sowas passieren. So, mit der IP-Adresse hat es jetzt hier geklappt und jetzt werde ich hier nach dem Kennwort gefragt. Auch das stand hier auf dem Zettel drauf, beziehungsweise auf der Rückseite. Jetzt kann ich hier noch zustimmen, dass Diagnose- und Wartungsdaten geschickt werden oder auch nicht. Und jetzt kommt der schon angekündigte Assistent. Gehen wir mal auf Weiter und klicken den einmal durch. Hier kann ich jetzt bestimmen, dass ich den Netzzugang am WAN-Anschluss habe und das habe ich natürlich jetzt auch falsch gemacht. Ich habe ja das Kabel in den LAN-Anschluss gesteckt. Irgendwie bin ich da mit der Fritzbox 4040 durcheinander gekommen. Natürlich sollte man jetzt hier den Anschluss an den WAN-Anschluss stecken. Das ist der blaue hinten dran. Das ist jetzt aber nur ein Spezialfall bei mir. Ich habe den jetzt also nochmal umgesteckt in den blauen WAN-Anschluss und klicke hier einfach mal den Assistenten durch. Da der jetzt zum Beispiel hier nicht wissen kann, was er für eine Geschwindigkeit hat, fragt er die nochmal ab. Ja, klicken wir jetzt einfach mal durch. Bei euch wird es ein bisschen anders aussehen, wenn ihr das an DSL anschließt. Und er versucht jetzt genau IP-Adresse über DHCP beziehen, genau. Und dann soll er das einmal prüfen. Kann er mal gucken, ob er rankommt ans Internet. So, jetzt dreht er sich hier irgendwie einen ab. Das ist jetzt hier schon ganz lange am Drehen. Ich gehe nochmal auf einen neuen Tab auf die Seite und lass den mal offen da hinten. Kann gut sein, dass die vielleicht gerade durchbootet. Müssen wir mal abwarten. Ja, tatsächlich. Also die Fritzbox hat sich jetzt in einem anderen Subnetz angemeldet. Und zwar hier sind wir auf der 88.1 unterwegs. Das heißt, die können wir jetzt unter der alten Adresse nicht mehr erreichen. Das ist wohl eine Folge dieser WAN-Konfiguration. Aber ist ja auch okay, ist ja kein Problem. Internet hat er auch getestet, hat auch soweit funktioniert. Ja, von daher können wir jetzt mal mit der Einrichtung beginnen. Also als erstes immer, wenn ich so eine Box bekomme, gehe ich hier unten auf Update und das FritzOS ist natürlich alt, deshalb kann ich da ein neues suchen und direkt mal das Update starten. So, an der Box muss ich jetzt nichts mehr tun. Er sagt mir jetzt, Fritz ist erfolgreich installiert, FritzOS, und hier kann ich angehakt lassen, dass er einfach die automatisch installieren soll. Nee, das möchte ich nicht, einfach okay. So, damit ist jetzt die Einrichtung der 7590 erstmal abgeschlossen und jetzt müssen wir zur 4040 übergehen. So, jetzt sind wir bei der 4040 und bevor ich jetzt hier lange reden halte, mache ich die mal an. Und zwar mit einer Stromversorgung. Einfach das Netzteil, das dabei war, einmal anschließen. So, die lassen wir mal hochfahren. Ich lasse die mal so im Bild, dass man hier ein bisschen das Blinken sieht. Hier nebendran haben wir ja unsere andere Fritzbox. So, hier hinten, ich habe ja schon vorhin im Video gesagt, ich musste die jetzt mit WAN verbinden und eben nicht mit diesen LAN-Steckern. Ich lasse die hier auch mal ein bisschen im Bild, dass man sieht, was ich hier vorhabe. Und jetzt können wir genau das machen, was wir ja vorhin schon fälschlicherweise gemacht haben. Und zwar die zwei Boxen verbinden. Beziehungsweise nein, sollten wir nicht machen. Das machen wir gleich. Wir gehen aber vorher nochmal an den PC und müssen dann für die was einrichten. Wir verbinden die noch nicht, weil die immer noch dieses DHCP-Problem hätten. Hier hinten sind aber interessante Sachen drauf, die wir jetzt gleich nochmal brauchen. Hier ist Passwort drauf und hier ist die SSID drauf. Und so wie wir das vorhin mit der anderen Box gemacht haben, machen wir das mit der jetzt auch nochmal. So, jetzt sind wir wieder am PC und jetzt sind wir ja mit der 7590 verbunden, wir erinnern uns. Und jetzt kommt aber dazu die Fritzbox 4040 DH, das ist die, die wir gerade angeschlossen haben. Und auch die hat natürlich hinten auf der Rückseite die ganzen Daten stehen, die wir jetzt zum
konfigurieren und verbinden brauchen. So, ich stelle immer sicher, dass ich nur auf der einen Box sein kann. Kann man am Namen sehen, kann man aber auch einfach sicherstellen, indem man alles andere nicht anschließt, was hier so im Netzwerk rumkeucht und rumfleucht. Ich probiere es einfach mal aus. Ich gehe auf fritz.box und wieder auf die richtige kommen. Ja, da komme ich auf die richtige. Jetzt steht hier, bitte wählen Sie eine Sprache aus. Wir gehen jetzt einfach mal den Assistent durch, wie wir es bei der anderen auch gemacht haben. Er will natürlich ein Kennwort haben. Auch das steht hinten drauf, beziehungsweise auf dem Zettel, der dabei liegt. Hier bestätigen wir mit Deutschland. Diagnose und Wartung auch mit OK. Und hier fragt er jetzt, wie komme ich denn ins Internet? Da müssen wir sagen, Internetrouter als IP-Client. Denn erst dann können die zwei miteinander kommunizieren, ansonsten hätten wir hier nur Probleme. Also einmal mit Übernehmen bestätigen. Die Verbindungseinstellungen da unten solltet ihr natürlich an euren Anschluss entsprechend anpassen. Aber ich klicke da jetzt einmal auf OK. Und jetzt wird es wahrscheinlich so sein, sobald man den Punkt hier abgeschlossen hat, wird es ein bisschen schwierig mit der Verbindung, könnte ich mir vorstellen. Wir schauen mal. Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. Nein, wir sind noch drauf. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Die Fritzbox wird Teil eines vorhandenen Netzwerks und übernimmt den IP-Bereich. Das wollen wir doch mal sehen. Und erst jetzt würde ich tatsächlich das Kabel reinstecken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Ich nehme dazu immer LAN 1. Ah, hier hinten. Wir benutzen nicht den WAN-Anschluss, sondern wir nutzen hier den LAN-Anschluss. Da ja beide Boxen im gleichen Netzwerk sein sollen, sollte das, denke ich, so der richtige Weg sein. Und dann schauen wir mal, was hier Spannendes passiert. Wir gehen mal hier auf Heimnetz. Jetzt sind die beiden ja verbunden. Und auf einmal komme ich bei fritz.box nämlich auf meine 7590 raus. So, wenn ich mich jetzt nämlich hier einlogge und gehe mal auf Heimnetz und Mesh, dann sehe ich nämlich, dass sich die Fritzbox 4040 verbunden hat. Und hier ist halt unsere IP-Adresse, ich mache es mal groß, von der 7590, das ist hinten die 188.1 und hier dann die 188.21. Und ich sehe auch, dass der PC, an dem ich gerade sitze, per WLAN halt mit der 4040 und nicht mit der hier verbunden ist. Das wollen wir noch ändern, weil wir wollen die ja ins Mesh reinnehmen. Und deshalb werde ich mal hier die Box aufrufen mit der neuen IP. Sieht man jetzt hier oben, die 188.21, kann man dann einfach draufklicken. Hier gehe ich mal auf Heimnetz und auf Mesh, glaube ich, war es gewesen. Ja, also die erkennen sich jetzt hier schon, Mesh-Einstellungen. Wichtig ist hier, genau, Mesh-Einstellungen. Das ist der Mesh-Repeater, das ist richtig eingestellt und per LAN ist auch richtig eingestellt. Und vor allem Einstellungen aus dem Mesh automatisch übernehmen mit Einstellungsübernahme aktiv ist auch schon mal richtig. Gehe ich mal auf Übernehmen. Jetzt schauen wir mal, in welchem Netzwerk wir hier sind. Wir haben noch den Fritzbox 4040 Namen. Das sollte sich definitiv ändern. Und deshalb müssen wir hier unten der Anleitung folgen, per LAN verbinden. Verbinden Sie die Fritzbox mit LAN miteinander, haben wir ja schon gemacht. Klicken Sie auf Übernehmen, um diese Fritzbox mit der anderen Fritzbox zu verbinden. Drücken Sie auf der anderen Fritzbox und diese Fritzbox die Taste, die WPS auslöst, sobald diese miteinander verbunden sind. Genau, das machen wir jetzt mal. Video läuft ja noch, von daher können wir das jetzt mal hier genau zeigen. Also, die muss ich mal nebeneinander stellen. So, welche Tasten lösen hier wohl WPS aus? Naja, bei der hier wird es die WPS-Taste sein. Und bei der hier ist es die Connect-WPS-Taste. Das heißt, ich drücke jetzt hier mal an dem hier und an dem hier. So, das war's schon. Kurz geblinkt und wieder verbunden. War jetzt also nichts geschnitten in der Zeit, war jetzt wirklich so schnell. Und wir gucken mal in der Benutzeroberfläche, was da Spannendes passiert ist. Gehen wir mal in die 7590 zurück und da sehe ich schon, da ist das Mesh-Symbol an beiden Boxen zu sehen, was für mich im Umkehrschluss aber auch heißen muss, dass hier eigentlich das WLAN rausfliegen muss. Wir schauen mal auf die 4040, weil eigentlich haben wir ja gesagt, Einstellungsübernahme aktiv. Die müsste also den WLAN-Namen des anderen übernehmen. Hier steht es ja auch. Funknetz Fritzbox 7590. Also nicht wundern, wenn der hier noch da ist. Das scheint mir mehr oder weniger ein Anzeigefehler zu sein. Damit sind wir jetzt schon am Ende des Videos. Die beiden Boxen sind per LAN miteinander verbunden. Das heißt, wenn ihr eine Hausverkabelung habt, dann ja, wäre das genau der Weg, den ihr gehen solltet. Einmal die beiden Boxen im Mesh einrichten, die an ihre jeweiligen Aufstellungspositionen bringen. Und was jetzt eigentlich nur noch fehlt,
so als i-Tüpfelchen ist, wenn wir jetzt nochmal in die 4040 gehen, können wir auch auf System und auf Update gehen. Da ist natürlich auch noch ein altes Fritz OS drin. Und genau wie bei dem anderen können wir das updaten, beziehungsweise, nein, die ist noch auf 7.14, ist noch das aktuelle Fritz OS. Die hat noch nicht das neue 7.20er oder 7.21er bekommen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr also die Box habt, immer mal hier nach dem neuen Fritz OS suchen, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, wenn euch das Video bis dahin gefallen hat und hoffentlich natürlich auch weitergeholfen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo von euch und einen Kommentar oder einen Daumen nach oben.